Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal mit meiner Schwester und meinem Schwager. Nennt's wie ihr wollt, mir egal. Wir machen Teil 2. Wer kennt Bismala besser? Der Mann oder der gestandene Bruder? Erster Teil hat er gewonnen. Wer hat gewonnen? Du hast gewonnen, erster Teil. Wer hat gewonnen? Du. Wer? Sag's lauter. Sag das lauter. Sag das lauter. Hast du es gehört, wer gewonnen hat? Nein. Wenn du verlierst, schläfst du im Auto. Autositzheizung, zu warm. Balkon. Wetter scheiße deswegen. Schon, wie er sich jetzt schon vorbereitet. Er will gewinnen. Er will nicht aber offenbart. Warum zitterst du? Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Bismala hat neue Fragen vorbereitet. Wir schießen los. Viel Spaß. Lasst auf jeden Fall Like da. Abonniert diesen Kanal. Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, wo Bau auf dem Balkon schlafen muss. Erst frei. Welche Red Bull Farbe mag ich? Oder ist er meine Lieblingsfarbe? Welche Red Bull Sorte trinke ich? Ich sag... Was gibt's überhaupt? Ja, nee, du musst jetzt sagen, was ich mag. Nichts, was lebst du eigentlich mit uns in Deutschland? Ich sag, Bruder, Red Bull. Ich hab dich noch nie Red Bull trinken sehen. So ein Lügner. Ich hab den erst gestern gesagt, der soll mir 3 Sorten holen. Grün, blau, lila. Was jetzt? Gelb. Hör auf mit Farben, weil ich kenne auch viele Farben. Ich sag blau. Lila. Endgültig. Blau. Lila. Blau. Was? Lila. Ja. Hey, mein Handy. Hey Adam, ja, ich bin's. Kannst du mir 3 Sorten Red Bull bringen? Bitte hol mir blau, ist unglaublich. Ich hab ihm gesagt, blau. Das war gestern der Anruf. Ich hab gesagt, blau, orange, lila. Aber wenn ich jetzt zwischen den ganzen Farben entscheiden muss, ist lila mein Lieblingsfarbe. Auf Platz 2 ist blau. Okay, perfekt. Platz 2 reicht leider in dem Fall nicht. 1 für Bau, nächste Frage. Wenn ich einen Sohn bekomme, wie würde ich ihn nennen? Wenn du einen Sohn bekommst, jetzt sagen wir mal, du kriegst einen Sohn. Ja. Lass es so mal hingestellt. Weil ich habe jetzt 2 Namensliste. Einmal für Frau, also für Mädels und einmal für Jungs. Warte mal, da musst du es ja wissen, Bro. Was soll ich da? Hab ich ja, ich habe eine endgültige. Ja, weil der Onkel wieder nicht gefragt wird. hi Vater, wie geht's dir? Ich sage, Inea ist jetzt die Tochter, irgendwas ähnliches. Sag mir Anfangsbuchstaben. Ich sag gar nichts. Achso, stimmt, es gibt ja nur 7 Namen auf der Welt. Fang du erstmal an. Okay. Ayan. Wie hast du ihn genannt? Ayan. Arian. Was ist ein Albaner kriegt ihr auf die Welt? Das hab ich dir gesagt. Ich nenne ihn Enes. Anas! Hallo? Welchen Namen wollte ich geben? Hallo? Ich bin gar nicht mehr hier. Mein Junge. Wallah, der tut so krass. Er tut so sehr ein auf ich. Okay, sag mal, ich weiß nicht. Ich sag Enes. Ja, wie dein Lieblingsrapper oder was? Amen. Nein, Mann! Dicke Luft hier, wa? Keine Ahnung. Er macht das extra. Der macht das nicht extra. Das ist einfach dumm, glaube ich. Smella, wir müssen langsam akzeptieren, dass dieser Junge dumm ist. Alexander. Achilles. Er ist Grieche geworden. Ein Asiat ist gerade Grieche geworden hier neben mir. Bruder, holt mal den seinen Tabletten. Bruder, ich bin raus. Also der Punkt, wenn du jetzt... Du musst jetzt einloggen. Ayan. Irgendwie sowas. Irgendwas mit A-Y. Ja, du kennst deinen Sohn nicht. Ich hab vergessen. Ich hab die Liste sogar auf meine Story gepostet. Es wissen fremde Leute mehr als ihr beide, ihr Dummköpfe. Ayub? Ey, du, deswegen machst du nicht mit. Ayub? Bro, so nenne ich nicht mal meinen Feind. Inea ist eingeschlafen. Inea ist gerade eingepennt in seiner Hand, weil die denkt sich... Digga, ich will gar nicht wissen, wie mein Bruder heißt. Ich weiß es nicht. Bisher, sag, wir sind keine Rettung. Ach, okay. Du hast dich gerade bedankt. Danke. Sorry, danke. Traurig, ne? Ja, was jetzt? Traurig. Traurig heißt er. Inea, das ist dein Bruder. Traurig, Inea. Wir haben doch darüber geredet. Hä? Kann es sein, dass Männer einfach nur dumm sind? Kann es sein, dass du einfach uns angreifst, weil du eine Frau bist? Nein. Wenn ich einen Sohn bekomme, wird es zu 1000% Adam Derwood heißen. Was? So heiß ich. Der dritte, den nenne ich Adam Derwood. Den vierten Biele. Okay, wie nennst du den zweiten? Adam Derwood. Also den zweiten. Hä, ich hab doch ein Kind. Adam Derwood. Der zweite von Erlangen. Adam, der erste Vorname. Mein Kind Adam Derwood Nünen. Adam Derwood Nünen. 2 Vornamen. Das heißt, mein Name und Nachname? Ja. Mein Nachname kriegt noch einen Namen. Ja. Nachnamen. Ja. Deswegen wusstest du das nicht, Bro. Doch, er wusste es. Also wenn ich sowas mitbekommen würde, würde ich echt auch einen Alzheimer bekommen. Er sagt, man darf nur 2 Namen haben. Ne? Baulongien. Hey, Junge, ich bin Asiate. Weil Araber auch 10.000 Namen in einem Namen haben. Zum Beispiel? Ich will euch nicht stören, aber können wir das Video weitermachen? Wird gerade persönlich ein bisschen... Dritte Frage, meine Damen und Herren. 1 und immer noch, weil Adam Dote habe ich nicht herausgefunden, dass mein Neffe so heißen wird wie ich. Ich habe mal vor, der redet auch wie ich und der sieht aus wie ich. Alles wie ich. Was sind meine Stärken? Deine Stärken sind auf jeden Fall keine Namen. Ja, sag du 2. Sag du? Nein, sag du. Ich sag, deine erste Stärke ist Durchhaltevermögen.
beim Streiten, glaub mir, lockt das auch ein. Stärke, Durchhaltevermögen? Durchhaltevermögen. Du, wenn du deine Stärke ist, du diskutierst einen müde. Oh, ja. Du diskutierst einen müde. Wenn man mit dir diskutiert, man muss sich die nächsten drei Tage freinehmen. Und die zweite Stärke ist, was ich ehrlich sagen muss, reicht nur eine? Weil mir fehlt keine zweite ein. Sehstärke. Zweite Stärke weiß ich nicht mehr. Okay, egal, eins reicht. Okay, du? Kochen ist eine Stärke, sehr gut, ja. Kochen ist auch gut. Smella macht irgendwelche Suppen. Diese Suppe besteht einfach nur aus Salz und Wasser und Geschmack. Das schmeckt geil, wallah. Ich war auch so ein Hater von sowas. Aber Smella, die kocht Salz wie kein anderer. Urlaubsplanung. Die plant immer alles. Alles. Für ganz von. Oh mein Gott! Okay, der ist Shutdown. Sogar für den Nachbarn plant sie. Oh, ja. Bismillah, Urlaubsplanung, Shutdown. Auch wenn ich in einer anderen Stadt bin, so fünf Stunden weit weg, ich rufe sie an und die sagt mir einfach, lauf geradeaus und dann links. Ja, das lässt er einfach. Lauf geradeaus, dann links, dann siehst du eine U-Bahn-Station. Geh runter. Nimm die S-Bahn 5. Greif in diese Mülltonne, das ist ein Koffer, nimm ihn. Und er schießt den Gegenüber von dir. Jetzt, so, die gibt einfach Aufgaben. Smiler ist Lester bei uns in der Familie. Einmal, ich wollte Geld abheben, die sagt zu mir, geh zum DM. Ich lauf so, während ich telefoniere, die so, zeig diesen QR-Code. Ich geh so an Kasse, ich zeig so QR-Code, die geben mir so 200 Euro einfach. Ich schwör's dir. Du hast einen QR-Code, DM geht seitdem dir 200 Euro. Ja. Habt ihr noch QR-Code da? Ich konnte diesen QR-Code nicht screenshotten, weil dann ist es so schwarz, ne? Ich konnte auch nicht Screen Recording machen. Irgendwie, ich wusste nicht, deswegen habe ich in den Kamera gemacht. Und ich habe beim Spiegel so QR-Code gezeigt. Da konnte er mir scannen. Oha. Checkst du? Das ist krass. Ja. Checkst du? Sorry. Ah, wir geil. Zu kleine Frage. Und, der Punkt geht am Bauch. Ja, natürlich. Was sind meine Schwächen? Bei den Schwächen müssen wir uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen, weil ich habe das ein oder andere, was ich erzählen will, Schwächen. Aber ich lasse mal dem Mann den Vorrang, weil ich hole mir jetzt den ersten Punkt. Auf jeden Fall Schwäche, Mathe. Du kannst keine Mathe. Fakt ist. Okay. Wir gehen in Vergangenheit, in Schule. Wir gehen in schulische Sache. Und Deutsch eigentlich auch nicht, sag ich, wie ist es? Nee, auch nicht, nee. Also reden. Ja, genau. Was labert ihr, Mann? Und eine Schwäche für Ine, ja. Der will diese emotionale, romantische Schiene gerade. Okay, Ine ist meine Schwäche, ja. Deine Schwäche. Nachts Autofahren. Die klebt am Lenkrad. Die klebt am Lenkrad. Ich so, Bismillah, lass mich fahren. Du siehst nachts nicht. Nein. Die schaut so, wenn die geblitzt wird, ich schaut meine Mutter, die schicken SEK hierher. Smeller, wenn sie fährt nachts, Katastrophe. Zweite Schwäche ist... Geduld, Bro. Ich bin die geduldigste. Ja, ihr habt gerade ein Beispiel gesehen. Ich bin die geduldigste. Ich gebe nur ein Beispiel von heute. Oder von den letzten Tagen. Adam, kannst du mal ganz kurz Burger holen? Burgerbrot und so, oder? Ja, okay. 20 Minuten später. Adam, wo bist du? Ich hab Hunger! Warte, ich bin in 10 Minuten zu Hause. Nein, Mann! Piep, piep, piep. Fertig, weg ist sie. Keiner weiß, keiner hört auch von Bismillah danach was. Wer hat gewonnen? Beide ein Punkt. 3-1. Oh ja, 3-1. Besser als nichts, Alter. Wie sieht mein perfekter Tag aus? Dein perfekter Tag. Also ich habe dich jetzt die letzten 6 Tage, wo du bei uns warst, habe ich dich nur auf dieser Matratze gesehen, auf dem Sofa. Und dann diese verschissene Föhn, die schwüsse, wenn der nicht explodiert in 3 Tagen. Sie hat Photosynthese gemacht. Ja, und Inea hier drin irgendwo. Hey, wo gehst du einkaufen? Prima Red Bull mit 3 Sorten. So ist Bismillahs Tag. Und einmal dann sehe ich die nachts, höre ich diese in der Küche, dieses Rumwühlen, als würde ein Marder hier sein, ein Bär gerade. Schon nachts. Alles ist dunkel. Ich sehe Bismillah mal so. Dieses. Ausschlafen, essen, geiles Essen, Serie, stimmt gar nicht. Bubble Tea, das reicht. Das ist ihr perfekter Tag, das reicht. Das klingt wie so ein obdachloser Tag, der 15 Euro gesammelt hat. Dann noch eine Klamottenbestellung kommt an und dann kann sie ihre Kleider anprobieren. Genau, perfekter Tag. Ein perfekter Tag ist bei dir, du schläfst aus. Ja. Du schläfst aus, du gehst
Sushi essen? Sushi essen? Mama, nicht, du Sushi gehst, essen. Nein, du gehst nicht Sushi essen. Das ist ein perfekter Tag, wenn du nicht Sushi essen gehst. Lass mich ausreden, wenn ich darf. Ein Bubble Tea muss da sein. Ein Bubble Tea muss an dem Tag sein. Das braucht sie, das braucht sie. Das ist wie so ein Elixier für sie. Aber Bismillah, ansonsten, du hast keinen guten Tag bis jetzt gehabt. In der Zottel. Jetzt sage ich euch einmal mein perfekter Tag. Vielleicht hast du mich den letzten Tag schlafen gesehen. Ja. Warum aber? Ich war auch todkrank. Genau. Erzähl mir einfach deinen perfekten Tag. Mein perfekter Tag. Ich schlaf aus. Aktuell ist mein Schlafrhythmus perfekt, weil Ine jetzt wie wir halt ganz normal schläft, ne? Sehr gut. Ich schlaf aus, dann esse ich was. Sehr selten esse ich was nach dem Schlaf. Aber bevor ich überhaupt mein Handy öffne und irgendwie damit TikTok und so gucken kann, ich muss immer eure Scheißsache erledigen. Mein perfekter Tag geht nicht, ohne dass ich euch irgendwas für euch irgendwas erledigen konnte. Ich bin entschuldigt, ich bin nie da. Ich auch, ich schlafe bis 17 Uhr. Jeden Morgen stehe ich auf. Jetzt muss ich Sachen klären. Sachen klären muss ich. Warte, kannst du? Regie, kannst du bitte nochmal die Frage laut stellen? Weil uns versteht sie nicht. Wie sieht dein perfekter Tag aus? Perfekt, danke, Regie. Danke, dass Sie da sind. Wie sieht dein perfekter Tag aus? Ich ich muss immer die Sachen klären. Schau mal, mein perfekter Tag läuft ab, wenn ich ausschlafe, wenn ich, wie gesagt, wieder Mensch essen kann, wenn ich eure Sache erledigen kann, weil ich weiß, ihr seid richtig tollpatschig, ihr macht es nicht, und wenn ich das mache, kann ich gut schlafen. Wie ist ein perfekter Tag? Ein perfekter Tag, wo du sagst, der ist perfekt. Ja, also, ich muss Sachen erledigen. Dein perfekter Tag, wo du sagst, wow, genau so will ich ihn haben. Okay. Ich schlaf aus. Dann chill ich am Handy, arbeite ein bisschen. Gelistes, weiter. Dann chill ich mit Ina, ja. Geistkrank. Geh mit dir spazieren. Unglaublich. Aber ich spaziere nicht nur mit dir, ich hole mir ein Bubble Tea. Dann gehe ich nach Hause, erledige eure Sachen. Da kann ich nicht in Ruhe schlafen. Ich scheiß auf dieses, ich kann nicht ruhig schlafen. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch unterhalten. Wenn es der Fall ist, lasst ein Like da. Was? Ey, Wort gewonnen. Das nächste machen wir mit Schreiben. Was? Wer bis mal in Worten verfassen kann. Nein, Mann, wer kennt Bo besser? Auf jeden Fall, Leute, das war's. Passt auf euch auf. Tschüss, tschüss. Bis dann. Und ja, tschüss.